Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, stimme ich voll zu. Aber bei Ihnen jetzt, Herr Hechelmann, muss ich leider sagen, das ist einfach schade, dass Sie an der Stelle erstens unseren Antrag falsch interpretieren und zweitens im Grunde jetzt, wo es darum geht, die Solarsatzung für die Zukunft zu diskutieren, schon die Bremse reinhauen. Sie haben ja recht, es geht darum, unabhängig zu werden von fossilen Importen. Wir sehen jetzt, dass das Erdgas der Haupttreiber für die Preisanstiege im Energiesektor ist. 4/5 des Preisanstiegs geht auf die teure Energiegewinnung aus Erdgas zurück. Wir wissen, dass wir natürlich aus Klimagründen weg müssen von den fossilen Rohstoffen. Und wir wissen, und ich glaube, Dr. Wett hat es auch sehr, sehr gut im Sinn, dass es auch darum geht, eine regionale Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben. Und da eignet sich natürlich die ganze Frage von Solarenergie, sowohl die Solarthermie als auch der Solarstrom hervorragend dafür. Wir sind uns da hundertprozentig einig. Wir sind uns auch hundertprozentig einig, Frau Koch, darin, dass es eine ressourcenschonende Form der Energiegewinnung ist. Wir brauchen keine Pipelines zu bauen, wir brauchen keine riesigen Betonsockel oder Bergwerke zu errichten, sondern im Grunde schenkt uns der Himmel Energie. Die Sonne und der Wind schenken uns Energie. Wir müssen sie vernünftig nutzen und wir können sie in viel, viel größerem Umfang nutzen. Wir brauchen keine Rücksicht zu nehmen auf große Energiekonzerne, die noch nicht umgestellt haben. Im Grunde kann jede Kommune damit anfangen, die eigene Energie zu erzeugen und die eigenen Bürgerinnen und Bürger auch daran zu beteiligen. Das passiert in gewissem Umfang schon, aber der Umfang ist so minimal. Das finde ich total verrückt. Es ist ja keine neue Geschichte, sondern über Solarenergie wird seit 30 Jahren geredet. Und wir haben inzwischen nicht mehr als 10% des Stroms und nicht mehr als 5% der Wärme aus der Sonnenenergie gewonnen. Und in Kassel sieht es auch nicht viel besser aus. Es gibt ein Solarkataster, das ist toll. Das hat das Land Hessen, finde ich, vorbildhaft entwickelt. Und auch für Kassel kann man sehen, wie viele Dächer in dieser Stadt dafür geeignet sind, von der Sonneneinstrahlung aus betrachtet, Solarenergie sozusagen zu nutzen. Aber es wird nur ein Mini-Mini-Bruchteil des Potenzials genutzt. Und daran muss sich eben schnell was ändern. Und wenn der Blick nur gerichtet ist auf Neubau und nur gerichtet ist auf große Dachsanierungen, dann bleibt der allergrößte Teil des Gebäudebestands einfach ausgenommen. Und ich finde, das kann man, das können wir uns nicht erlauben. Es ist notwendig, dass alle Gebäude ins Potenzial eingezogen werden. Und darauf zielt unser Änderungsvorschlag. Wir sagen nicht, dass auf allen Gebäuden sofort Solarpaneele aufgebaut werden müssen. Aber wir sagen, in eine Solarsatzung müssen alle Gebäude eingezogen werden, auch die Bestandsgebäude. Und es muss einen Hebel geben, Eigentümerinnen und Eigentümer, die sich verweigern, zu ihrem oder zur Allgemeinheit Glück zu zwingen, indem nämlich die Möglichkeit besteht, auf Dachflächen Solareinrichtungen zu errichten, die nicht im Eigentum der Stadt sind. Und ich will Ihnen mal was sagen. Wir haben in Hessen eine Verfassung, die viele Möglichkeiten eröffnet. Und eine dieser Möglichkeiten ist, zum Wohle der Allgemeinheit Eigentumsrechte einzuschränken. Und ich finde, dass wir in einer Situation sind, wo wir es uns nicht erlauben können, dass Privateigentümer die Energiewende blockieren. Das können wir uns nicht leisten. Und die Verfassung Hessens schreibt auch vor, dass die Kommunen und das Land dafür sorgen müssen, dass nachhaltiges Wirtschaften organisiert wird. Das geht aber nicht, wenn 90% der Gebäudeflächen nicht angetastet werden dürfen. Wir wollen den Leuten ja gar nicht die Gebäude wegnehmen, auch nicht die Dächer, überhaupt nicht. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass diese Flächen genutzt werden zum Allgemeinen.
Allgemeinwohl und für eine Energieversorgung, die sich für alle lohnt.